Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Kellner live. Und bei mir zu Gast ist jetzt die Tourismusministerin oder Öffnungsministerin, muss man eigentlich sagen, Elisabeth Köstinger. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Köstinger oder Frau Ministerin, man muss ja sagen, seit langem wieder mal wirklich positive Nachrichten, die Sie verkünden konnten, wird Ihnen wahrscheinlich auch gut tun, nach doch 1,5 Jahren, wo Sie ja gerade und die Branchen, die Sie vertreten haben, ziemlich gebeutelt waren. Jetzt gibt es am 10. Juni einmal weitreichendere Öffnungsschritte und ab 1. Juli eigentlich, muss man sagen, fast das Comeback der Normalität. Oder wie sehen Sie das? Genau, das ist der Plan. Wir haben irgendwie die Situation ein bisschen vergleichbar mit einem Marathon. Die letzten Meter sind unglaublich hart. Aber sobald man irgendwie das Ziel sieht, wird es durchaus einfacher und dann kommen die Kräfte wieder zurück. Und dieser 19. Mai, also das Öffnen der Gastronomie, des Tourismus, war schon mal sehr positiv. Wir ziehen auch wirklich eine positive Bilanz dieser ersten Öffnungswoche. Und jetzt aufgrund des sehr positiven Infektionsgeschehens trauen wir uns einfach darüber, schon am 10. Juni weitreichende Erleichterungen zu machen. Personengruppen werden sich vergrößern. Das gibt das Comeback des Babyelefanten, also von den 2 Meter wieder auf die 1 Meter zurück. Durchaus einiges an Erleichterungen. Und mit der Perspektive, dass Anfang Juli dann eigentlich die Normalität wieder da ist, das Einzige, was uns bleiben wird, das sind die 3G-Regeln, quasi der grüne Pass, getestet, geimpft oder genesen. Jetzt ist es ja so, ab 10. Juni gibt es ja mal 8 Personen Indoor, 16 Personen Outdoor, schon noch Regeln, Masken etc. Ab 1. Juli fallen diese Regeln dann weg. Haben Sie die Befürchtung, dass es da vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen, sage ich mal, zu einer Verwirrung kommen könnte, angesichts dieser doch 3 Schritte, die da jetzt in sehr kurzer Zeit sind, mit unterschiedlichen Regeln? Wir haben derzeit Regeln, derzeit sind es 4 Personen, dann sind es 8 Personen Indoor, dann sind es, wie gesagt, gibt es gar kein Limit mehr. Oder wie sehen Sie das? Ich glaube, dass die Bevölkerung sich extrem gut an die Vorgaben hält. Das haben wir jetzt auch bei den ersten Öffnungsschritten gesehen. War ja durchaus ein bisschen mit Nervosität begleitet, auch von den Wirten, von den Gastronomen. Wie funktioniert das mit den Eintrittstests, mit der Registrierung, die jetzt ja auch erforderlich ist? Aber ich glaube, immer wenn es dann auch wieder, wenn wieder mehr geht, ist es eh viel leichter, sich auch dran zu gewöhnen. Eben auch mit der Perspektive mit 1. Juli, dass wir unsere Freiheiten einfach wieder zurück haben. Jetzt gab es ja in den letzten Tagen durchaus ein bisschen ein Match, zumindest öffentlich hat es diesen Anschein gehabt, zwischen dem Gesundheitsminister und Ihnen und dem Bundeskanzler um die Öffnungen. Am Freitag hat der Gesundheitsminister noch von Luftschlössern geredet. Dann gab es diverse Interviews und Wortmeldungen von ÖVP-Politikern und am Montag hat er dann auf einmal gesagt, wir öffnen am 10. Juni. Was hat zu diesem Umdenken geführt beim Gesundheitsminister? Also ich glaube, dazu ist alles gesagt. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Gesundheitsminister die Lockerungen schon für 10. Juni in Aussicht gestellt hat. Vereinbart war es eigentlich für 17. Also speziell für Gastronomie, für Tourismus gibt es eigentlich nichts Besseres, als dass wir das jetzt zustande gebracht haben. Wie auch immer das zustande gekommen ist, ich habe mich sehr gefreut, dass wir jetzt diese weiteren Erleichterungen eben auch beschließen konnten. Eine Branche, die auch aufsperren darf ab 1. Juli, ist die Nachgastronomie. Das ist eine der Branchen, die, glaube ich, überhaupt am längsten geschlossen war. Was heißt denn das ab 1. Juli für die Nachgastronomie? Wie darf die aufsperren? Auch ganz normal mit der 3G-Regel oder wird es dann dort Sonderregeln geben? Wir sind gerade noch am Evaluieren und am Schauen. Wir sehen, dass wir extrem gute Durchimpfungsraten bei der älteren Bevölkerung haben. Es hat sich absolut ausgezahlt, bei den älteren, vulnerablen Gruppen zu beginnen und dann Schritt für Schritt nach unten zu arbeiten. Speziell bei den Jüngeren ist die Möglichkeit der Impfung zum Teil noch nicht so gegeben. Und zum Teil überlegen sich auch viele, soll ich mich impfen lassen oder nicht. Das heißt, wir werden da einen Bereich haben, und das sind halt vielfach auch Jüngere, die noch wenig Impfschutz haben. Und da müssen wir uns einfach auch gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium noch überlegen, wie wir das regeln können. Es soll auf jeden Fall damit 1. Juli die Sperrstunde fallen. Ob es dann noch eigene Sicherheitsmaßnahmen gibt, das schauen wir uns aktuell gerade an. Getestet, geimpft, genesen wird sowieso die Grundvoraussetzung sein. Das werden wir überall brauchen, auch in anderen Bereichen nach wie vor.
Aber die Perspektive, dass man zumindest am Abend dann halt auch wieder in einer Bar sitzen kann, Musik genießen kann, die steht uns auf jeden Fall auch da ins Haus. Jetzt kommt ja auch der Grüne Pass, der kommt in Österreich schon mit dem 4. Juni, europaweit dann mit Juli. Wie wird sich dieser österreichische Grüne Pass, den wir ab 4. Juni haben, eigentlich unterscheiden von dem, was dann als europaweite Lösung kommt? Ich gehe davon aus, dass das Gesundheitsministerium alles dafür tut, dass es Anfang Juni soweit ist. Es soll eigentlich eine Bereicherung sein. Wir haben ja jetzt mit 19. Mai den grünen Pass in Form vom Impfzertifikat, vom SMS des negativen Corona-Tests, vom Absonderungsbescheid. Alles, was mein Corona-Status quasi darlegt, gilt als grüner Pass. Und mit Anfang Juni soll eben auch eine digitale Anwendung dazukommen. Und das Besondere daran ist, dass das schon dieses QR-Code-System der Europäischen Union ist, das dann am 1. Juli quasi in der dritten Phase für ganz Europa gelten soll. Wir ersparen uns da quasi einen Schritt und sind ein bisschen schneller, indem wir einfach schon dieses EU-weite System in Österreich ausrollen. Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es aber nach wie vor keine Einigung auf einheitliche Regeln bei diesem grünen Pass in Europa. Heißt das im Endeffekt, man hat dann in jedem Land andere, also der grüne Pass ist überall der gleiche, aber es gibt dann überall andere Möglichkeiten, die ich mit diesem grünen Pass habe, beziehungsweise andere Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, um einzureisen? Oder erhoffen Sie sich, dass es da doch noch eine einheitliche Lösung geben wird? Unser großes Ziel ist bestmögliche Harmonisierung. Also speziell als Tourismusland haben wir großes Interesse daran, dass in allen Ländern dann ähnliche Regeln auch gelten. Natürlich, wenn die Corona-Situation irgendwo regional besorgniserregend wird, werden auch wir dann regional Maßnahmen setzen. Aber generell ist es unser Ziel, dass gleiche Maßnahmen gelten. Ich glaube, der Erfolg des Grünen Passes, dass wir das innerhalb von so wenigen Monaten auf EU-Ebene zustande gebracht haben, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir da schon noch wirklich auch nacharbeiten wollen und werden. Ich bin ständig in Verhandlungen, auch mit den Nachbarstaaten. Nur die Frage, ab wann zählt die Impfung dann auch als Immunisierung? Da gibt es ganz große Auffassungsunterschiede. Wir sagen ab dem ersten Stich minus 22 Tage. In Deutschland gilt es erst ab der zweiten Impfung. Also das sind einfach die Auffassungsunterschiede, die es noch gibt. Und da versuchen wir, das bestmöglich zu harmonisieren. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, es geht natürlich auch um die Einreise und die Ausreise. Der österreichische Tourismus lebt auch von ausländischen Touristen, insbesondere eben auch aus Deutschland und anderen Nachbarländern. Wie wird denn die Einreise von Touristen möglich sein im Sommer? Eine Erleichterung haben wir schon zustande gebracht. Mit 19. Mai haben wir unsere Quarantänevorschriften angepasst und wir werden jetzt mit Mitte Juni noch einmal weitere Erleichterungen auch zustande bringen. Das wird angepasst sein an das Bewertungssystem Deutschland, an das Robert-Koch-Institut, das jetzt ja mittlerweile 111 Länder die Einreise ermöglicht. Unser Gesundheitsministerium arbeitet gerade auch an der nationalen Umsetzung in Österreich. Das würde bedeuten, dass man beispielsweise dann auch wieder aus Kroatien getestet, geimpft, genesen, ohne Quarantäne zurück darf oder den USA. Und das ist vor allem eben auch für sehr viele Geschäftsreisende sehr interessant. Wie ist denn so Ihr Ausblick auf die Tourismussaison? Was für Feedback haben Sie von der Branche? Wie ist die Buchungslage? Das erste Pfingstwochenende war sensationell gut. Also wir hatten natürlich unterschiedlich in den Regionen, aber eine Auslastung von 70-100%. Also das hat auch uns sehr überrascht, aber zeigt einfach, wie sehr sich die Österreicherinnen und Österreicher gefreut haben, endlich wieder rauszukommen nach den vielen Monaten. Wir haben eine sehr gute Buchungslage über den Sommer, also speziell auch schon so September, viel Nachfrage aus Deutschland. Aber leider nach wie vor eine sehr katastrophale Situation in der Stadthotellerie. Da wird es auch zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen brauchen. Da arbeiten wir an großen Strategien, Veranstaltungen wieder zurückzubringen, Messen, Kongresse, Kunst, Kultur, Sport. All das sorgt einfach für einen ganz großen und wichtigen Wirtschaftsfaktor in den Städten. Sie haben angesprochen, im Tourismus war die Buchungslage jetzt abgesehen vom Städtetourismus sehr gut an diesem ersten Wochenende. Wie fällt denn Ihre Bilanz in der Gastronomie aus, jetzt nach knapp einer Woche Öffnung? Eigentlich auch sehr positiv. Wir haben viele gute Rückmeldungen und ich glaube, das, was für die meisten das Schönste war,
war einfach wieder das Aufsperren. Nach so vielen Monaten, also 7 Monate geschlossene Gastronomie, sind eigentlich unvorstellbar. Mhm. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kellner und die Gäste haben sich gleichermaßen gefreut. Natürlich wirtschaftlich ist es für sehr viele nach wie vor eine große Herausforderung. Dafür gibt es auch nach wie vor die Wirtschaftshilfen. Und wie gesagt, jetzt werden sich Abstände und dergleichen auch wieder verringern. Und Richtung Sommer mit 1. Juli sollte man wieder Normalität haben. Sie haben eh schon jetzt kurz die Hilfen angesprochen. Wie sieht es denn für diese betroffenen Branchen, insbesondere in Gastronomie und Hotellerie, aus? Weil gerade in der Gastronomie gibt es viele, die sagen, ja, jetzt können wir zwar wieder aufsperren, aber dafür fallen uns halt diverse Hilfen wie Kurzarbeit etc. weg. Wird es da weitere Stützungen geben in den nächsten Monaten oder laufen diese Hilfsprogramme jetzt alle aus? Wir diskutieren aktuell gerade mit Expertinnen und Experten, vor allem mit dem Arbeitsminister, weil die Kurzarbeit ja für uns ein ganz wichtiges Instrument war in den letzten Monaten. Nur im Tourismus hat die Kurzarbeit 150.000 Arbeitsplätze gerettet. Also es zeigt schon, wie wertvoll das auch war. Und da wollen wir auch weiterführend Maßnahmen auch anbieten, speziell für Stadthotellerie, für das ganze Kongresswesen, also jene Branchen, die jetzt noch sehr schwer betroffen sind, auch Reiseveranstalter beispielsweise. Wir merken, es beginnt wieder in der Buchungsnachfrage, aber wir sind noch weit weg von einer Normalität der Nachfrage. Und da wird es natürlich auch weiter Unterstützung brauchen. Und generell auch jetzt, solange es Einschränkungen gibt, Quadratmeterzahl, 2 Meter Abstand und dergleichen, wird es auch weiterhin die Wirtschaftshilfen geben. Können Sie sich eigentlich sowas wie einen Gastrogutschein auch österreichweit vorstellen, wie in Wien ja schon hatte? Ich glaube, generell kann man über alles diskutieren. Die Frage ist halt dann trotzdem, wie zielgerichtet das ist. Also wenn ich beispielsweise 1.000 Euro höre, das zum Teil auch gefordert worden ist, für jeden. Ich glaube, da muss man sich dann schon manchmal auch die Frage stellen, inwieweit das dann auch zielgerichtet ist. Aber grundsätzlich diskutieren, und das haben wir auch in dem letzten Jahr getan, kann man alles. Ich glaube aber trotzdem, speziell jetzt auch für die Gastronomie, ganz ein positiver Effekt ist die Mehrwertsteuersenkung, die auch fürs heurige Jahr gilt. Da sagen uns vor allem immer die Gastronomen, dass das die wirksamste Maßnahme überhaupt ist. Vor allem, weil da haben sie keine Arbeit damit. Also Gutscheine muss ich dann wieder einsammeln, muss ich wieder abrechnen und dergleichen. Mhm. Bei der Mehrwertsteuersenkung geht es ganz automatisch und über die Registrierkasse. Das bleibt bis Ende des Jahres, die Mehrwertsteuersenkung? Die ist schon beschlossen bis Ende des Jahres. Und abschließend noch, Frau Ministerin, wir haben derzeit ein sehr aufgeheiztes politisches Klima in dem Land, insbesondere zwischen Regierung und Opposition. Und die Opposition wirft Ihnen vor, dass Sie da auch ein bisschen dazu beigetragen haben mit Ihrem Sager, der Urschuss ist eine Löwinger-Bühne. Tut Ihnen das eigentlich mittlerweile leid? Also ich glaube, jeder, der beispielsweise auch die gestrige Sendung verfolgt hat und die Entgleisung des Herrn Abgeordneten Brandstätter, der sieht, dass es da im Bereich des Untersuchungsausschusses nicht um Wahrheitsfindung geht, sondern einfach um ein Anpatzen und ein Beschädigen des politischen Gegners. Und was mich so gestört hat, war vor allem eben auch diese Aussage der Abgeordneten CRISPR gegenüber der Verfahrensrichterin mit Schimpfwörtern, die man nicht im normalen Sprachgebrauch haben sollte. Und ich glaube, das ist das, was auch so viele Österreicherinnen und Österreicher an dem ganzen Untersuchungsausschuss stört. Ich habe jetzt in vielen Diskussionen ja die Frage gestellt kriegt, na, warum sind eigentlich die gesamten Chats von Strache, Hofer, Kickl und dergleichen nie geliefert worden, obwohl das der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist. Also die Frage, was da eigentlich ein politischen Kalkül dahinter steckt und worum es eigentlich wirklich geht, das glaub, stellen sich sehr viele. Das heißt, Sie bleiben dabei, dass das eine Löwinger Bühne ist? Also gestern wieder der Ausritt des Herrn Abgeordneten Brandstätter, glaube ich, zeigt schon, dass da sehr, sehr viel politisches Theater auch dabei ist. Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter hier bei Fellner Live.